Okay, Snoopy? Ja? Na dann los. Was ist los? Oh, jetzt bist du wieder schüchtern, ne? Ja, kaum läuft die Kamera. Du wolltest doch den Zuschauern noch was sagen, Snoopy, hm? Oh, na ja, fremdelt manchmal so ein bisschen, ne? Eben noch alles erzählt und jetzt möchtest du nicht mehr? Hm? Ich soll das erzählen? Ja, Snoopy möchte euch ein frohes neues Jahr wünschen und er bittet euch darum, ja, nicht so viel zu knallen. Er ist ganz froh, dass es dieses Jahr eigentlich nicht erlaubt ist, aber er weiß natürlich auch, dass viele noch einen Vorrat vom letzten Jahr haben. Viele sind auch leider nach Polen gefahren und haben sich da ein paar Knallerchen geholt und er bittet einfach darum, doch ein ruhiges Silvester zu verbringen. Er ist sich der Meinung, man kann Silvester feiern auch ohne Feuerwerk, ohne Raketen, ohne Böller. Hm? Das hast du mir alles vorhin erzählt und jetzt muss ich das für dich hier wieder übersetzen. Hm? Im Namen aller Hunde sogar. Ja, also Snoopy spricht da im Namen aller Hunde. Sogar Katzen hat er gesagt, eigentlich für alle Tiere. Also er wünscht euch ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und am besten natürlich auch ohne Feuerwerk. Nur Snoopy, dann hast du auch ein schönes und ruhiges Silvester. Ja, also kommt gut rein, frohes neues Jahr. Jetzt traut er sich scheinbar doch. Dann los Snoopy, dann sag nochmal was. Ja, frohes neues Jahr wünsche ich euch. Bleibt gesund und kommt gut rein. Am besten ohne Feuerwerk. Bis nächstes Jahr. Hast du fein gemacht, Snoopy, fein. Hm? Dann hast du dich am Ende doch getraut. Hast du prima gemacht. Fein.